Ich freue mich richtig, dass ich heute wach geworden bin, weil heute so ein super cooler Tag wird. Aus dem Weg, Deckel. Dich brauche ich jetzt nicht mehr. Heute Nachmittag habe ich endlich mal Fußballtraining. Weil hier ist ja jetzt eine neue Mannschaft quasi gegründet worden. Also die wird gerade gegründet. Und heute ist ja das Auswahltraining oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist Fußball heute Nachmittag. Und das ist super, da freue ich mich voll drauf. Guten Morgen, liebe Familie. Ach, Julian, bist du auch mal wach? Wir sind schon fast fertig mit Frühstück. Was? Echt? Und ich dachte, ich wäre früh aufgestanden heute. Nee, wir müssen auch gleich los zur Schule. Also beeil dich mal. Hopp, hopp. Na ja, gut, dann nehme ich mir halt noch ein Brötchen für unterwegs mit. Also Julian, du musst wirklich noch mal mehr an deinem Zeitmanagement arbeiten. Ja, ja, ist ja gut. Hat ja alles geklappt noch. Okay, Hanna, dann lass uns mal losgehen. Das Brötchen esse ich einfach im Bus. So, da sind wir auch schon in der Schule. Und ich bin genauso wenig hungrig, wie wenn ich einfach zu Hause gegessen hätte. Naja, wenn du meinst. Also ich gehe da mal rüber zu meinen Freunden. Bis später. Ich weiß nicht, warum sie das immer so sagen muss. Das ist jeden Morgen das Gleiche, dass wir zu unseren Freunden gehen. Naja, egal. Oh, hey. Guten Morgen, Julian. Sehen wir uns heute Abend beim Fußball? Oh, gehst du auch hin? Cool. Ja, sehen wir uns auf jeden Fall. Bis später. Hä, Sven? Was ist mit Fußball? Was hast du denn mit Julian zu tun? Na, es soll doch eine neue Fußballmannschaft gegründet werden. Und da dachte ich mir schon, Julian macht da bestimmt auch mit. Also, ich habe da voll Lust drauf. Mein Arm ist ja jetzt auch wieder voll geheilt. Also, Sport darf ich wieder machen. Okay. Also, ich find's ja schon ein bisschen komisch, dass du was mit meinem Bruder machst. Aber was soll's. Guten Morgen. Hey Julian, bist du auch endlich mal da? Wir reden gerade über das neue Roblox-Spiel. Ja, das ist total cool. Das müssen wir auf jeden Fall mal zusammen spielen. Oh ja, davon habe ich auch schon gehört. Oh, dann dürfen wir gar keine Zeit verlieren. Das müssen wir so schnell spielen wie möglich. Oh, jetzt müssen wir aber erstmal in den Unterricht. Och Mann, hatten wir gar nicht so viel Zeit zu quatschen. Guten Morgen, Schüler. Dann holt doch mal alle eure Hausaufgaben raus. Oh Mist, wir hatten ja Hausaufgaben auf. Das habe ich total vergessen. Okay, das muss ich irgendwie verheimlichen. Ich guck einfach mal in meiner Schultasche, als würde ich was rausholen. Und dann denke ich mir gleich einfach was aus und höre zu, was die anderen zu sagen haben. So, wer kann mir denn die erste Aufgabe beantworten? Paula, du bist dran. Ja, also ich habe Rom aufgeschrieben. Ja, sehr gut, Paula, das stimmt. Albert, was hast du denn bei der zweiten Frage? Na, das war ja wirklich einfach. Die Antwort ist Qualle. Mist, ich habe mir die Aufgaben nicht mal durchgelesen. Und aus den Antworten kann ich jetzt überhaupt nicht raten, was das nächste sein könnte. Also Rom, Qualle, was ist denn das überhaupt für ein Fach? Aber vielleicht kann ich ja drüben bei Louis auf sein Papier gucken. Ja, Albert, das stimmt. Louis, was hast du denn bei der dritten Aufgabe? Meine Antwort ist 7. Das läuft dir heute wirklich wie am Schnürchen. Sehr gut. Julian, dann bist du jetzt mit Aufgabe 4 dran. Oh, Mist, keine Ahnung. Ich muss mir irgendwas ausdenken. Hey Julian, hast du deine Hausaufgaben etwa nicht gemacht? Okay, also die nächste Antwort ist Krankenhaus. Ja, Herr Maritim. Die Antwort für Frage 4 ist Krankenhaus. Also, ja, das stimmt, aber das hat doch Louis dir gerade vorgesagt. Also, das habe ich doch mitbekommen. Lass mal sehen, was du hier aufgeschrieben hast. Moment mal, das sind gar nicht die Hausaufgaben für diese Stunde. Oh Mist, ich bin aufgeflogen, das gibt Ärger. Julian, sag mal, willst du mich hier hops nehmen? Also, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann steh einfach dazu und sag's wenigstens. Also das geht ja gar nicht, das ist ein Betrugsversuch. Ja, ist ja gut, ich geb's zu. Ich hab's vergessen, ich hab die Hausaufgaben total vergessen. Och Mano, tut mir leid. Also, da ist ja wohl klar, da musst du auf jeden Fall die Hausaufgaben von gestern nochmal machen. Natürlich zusätzlich zu den Hausaufgaben von heute. Und auch nochmal eine Strafarbeit dabei. Okay, dann machen wir mal mit dem Unterricht weiter. Na toll, jetzt habe ich voll viele Hausaufgaben für heute auf. Da habe ich mir ja was Tolles eingebrockt. Mist. Oh, das war ja ein richtig blöder Schultag heute. Menno. Ja, aber dafür spielen wir heute Abend alle Roblox zusammen. Ich freue mich schon drauf. Bis später. Bis später. Ciao, Julian. Okay, ciao, Leute. Bis später. Das war ein ganz schön anstrengender Tag, oder, Sven? Das kannst du echt laut sagen, aber ich freue mich schon mega auf das Fußballtraining heute Nachmittag. Also dann, bis morgen, Hanna. Und Julian, wir sehen uns dann ja heute noch. Ciao. Moment mal. Stimmt, oh nein, das Fußballtraining. Aber ich habe mich doch jetzt auch zum Roblox-Spielen verabredet. Das ist zwar erst abends, aber kriege ich das denn jetzt überhaupt noch alles hin? Ich habe ja noch die ganzen Hausaufgaben. Ach, Julian, da hast du dir aber ganz schön viel vorgenommen. Also, das wird ziemlich knapp. Denn mal nichts wie nach Hause, damit wir direkt mit den Hausaufgaben beginnen können. Ja, echt nichts wie los. Oh Mann, naja, ich kriege da schon alles hin. Hallo Mama, wir sind wieder zu Hause. Oh.
Hallo ihr zwei. Schön, dass ihr wieder zu Hause seid. Wie war's denn in der Schule? Ich muss nämlich kurz die Emma aus der Kita holen. Ach, und bevor ich's vergesse, Julian, denkst du dran? Heute ist Staubsaugertag und du bist dran mit Staubsaugen. Also dann bis später, ihr zwei. Oh, was soll ich denn noch alles machen? Jetzt muss ich auch noch staubsaugen? Klar, das hätte ich mir vorher... Ja, da hätte ich vorher dran denken müssen. Das steht ja auf dem Plan, aber ach, Manno, ich habe doch so viel heute schon zu tun. Ja, dann nichts wie los, Julian. Beginn doch einfach direkt mit den Hausaufgaben. Auf geht's. Ja, das ist mir auch klar, Hanna. Ganz ehrlich, Julian, mit Meckern kommst du auch nicht voran. Jetzt setz dich an den Tisch und mach deine Hausaufgaben. So wie ich bin schon fast fertig. Ich bin ja schon dabei, aber das ist heute einfach so viel, was ich alles machen muss. Och Mann, voll anstrengend. Hey ihr zwei, da sind wir wieder. Hallo, was geht? Oh Mann, ihr seid ja nur am Hausaufgaben machen, ist ja voll langweilig. Los Julian, lass uns was spielen. Geh weg, Emma. Also ich bin schon fertig, ich kann gern mit dir spielen, Emma. Juhu, ja cool, dann lass doch mal schauen, was Mauzi heute so macht. Julian, du siehst irgendwie so gestresst aus. Sind die Hausaufgaben so schwierig? Ja, schwierig geht, aber es ist einfach so viel heute. Oh, okay, verstehe. Ja, falls du Hilfe brauchst, dann sag einfach Bescheid. Ja, wie auch immer. Den ersten Teil habe ich fertig. Dann jetzt noch die Hausaufgaben von heute. Die ganz normalen Hausaufgaben. Oh Mann, das ist jetzt noch schwieriger. Bei dem anderen kannte ich ja die Antworten schon aus dem Unterricht. Das war auf jeden Fall ein bisschen leichter. Jetzt muss ich ja nochmal selber nachdenken. Oh Mauzi, du bist so süß. Julian, schau mal, was Mauzi Lustiges macht. Oh, Mauzi, mach was Lustiges. Ich komm rüber. Mist. Ich hab da gar keine Zeit für. Ich muss ja hier langsam auch mal fertig werden. Hallo, Familie Vogel. Ich bin zu Hause. Hi, Papa. Uiuiui, hier sind ja überall noch Katzenhaare. Also hier muss wirklich dringend wieder gestaubsaugt werden. Julian, du bist ja heute dran, oder? Kümmerst du dich da bitte noch drum? Oh, Mann, ich krieg zu viel. Ich schaff das heute nicht alles. Ich muss die ganzen Hausaufgaben machen und dann noch die Strafarbeit und Staubsaugen. Und oh, Mann, das wird einfach alles zu viel. Oh, Julian. Sorry, habe ich was Falsches gesagt? Was ist denn los? Ich bin einfach total überfordert. Ich habe so viele Hausaufgaben auf. Und ja, ich habe noch eine Strafarbeit. Das ist auch blöd. Und dann soll ich jetzt noch staubsaugen heute. Und dann ist ja nachher noch das coole Fußballtraining, wo ich mich so drauf gefreut habe. Und dann habe ich mich auch noch zum Roblox-Spielen verabredet. Und ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Es ist ja jetzt auch schon voll spät. Das wird mir einfach alles viel zu viel. Das kriege ich niemals hin. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ganz ruhig, Julian. Das kriegen wir alles hin. Jetzt erzähl nochmal ganz in Ruhe und fang ganz vorne an, was los ist. Okay, also, ja, ich muss es zugeben, ich habe gestern die Hausaufgaben vergessen und dann musste ich die jetzt halt heute nochmal machen. Und weil ich halt so getan habe, als hätte ich sie, aber hatte ich dann doch nicht, muss ich noch eine Strafarbeit machen. Und jetzt bin ich halt super lange mit den ganzen Hausaufgaben zustande hier. Und ich habe aber ja auch noch das Fußballtraining heute Nachmittag. Und heute Abend bin ich ja, wie gesagt, noch zum Roblox-Spielen verabredet. Und jetzt kommst du auch noch mit dem Staubsaugen. Und ja, ich weiß, das ist meine Aufgabe, aber das ist einfach alles viel zu viel an diesem Tag. Und ich weiß gar nicht, wie ich das alles bewältigen soll. Okay, Julian. Also mit der Strafarbeit, da reden wir definitiv später nochmal drüber. Aber wir müssen erstmal schauen, dass wir dieses ganze Chaos, was du dir hier eingebrockt hast, nochmal entwirren können. Also, wie ich das sehe, haben wir quasi zwei Probleme. Auf der einen Seite hast du zu viel zu tun und auf der anderen Seite weißt du gar nicht wirklich, in welcher Reihenfolge du das alles erledigen sollst. Ich würde sagen, wir sollten am besten vielleicht erst einmal alles aufschreiben und gucken, wie wir das richtig priorisieren. Also in welcher Reihenfolge du was machen solltest und wie wichtig auch diese Aufgabe ist. Dann schreib mal alles auf. Also als erstes natürlich Hausaufgaben. Alles klar, erster Stichpunkt ist Hausaufgaben und dann noch die Hausarbeit, also Staubsaugen. Und dann noch das Fußballtraining. Und als letztes hattest du dich auch noch mit Freunden verabredet? Ja, genau. Das müsste jetzt dann eigentlich alles gewesen sein. Okay, dann habe ich jetzt alles aufgeschrieben. Die Hausaufgaben habe ich auch nochmal aufgeteilt in Hausaufgaben und Strafarbeit. Aber die Hausaufgaben von gestern, die habe ich auch schon nachgeholt. Damit bin ich fertig. Alles klar, dann kann ich den Punkt ja sogar schon wieder durchstreichen. Okay, dann schau mal auf die Liste, Julian. Also so aufgeschrieben sieht es gar nicht mehr nach so viel aus. Vor allem die ersten Hausaufgaben habe ich fertig und die zweiten ja auch schon fast. Also das kann dann ja auch gleich schon durchgestrichen werden. Aber jetzt ist ja auch schon ganz schön viel Zeit vergangen. Also
Es ist ja jetzt bald auch schon Zeit für das Fußballtraining. Och Mann, das schaffe ich doch gar nicht mehr, dann noch die Strafarbeit hinzubekommen. Die kann ich ja jetzt nicht einfach wegstreichen. Ja, Julian, also wir haben zwar jetzt schon mal das Chaos etwas entwirrt und alles aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu überlegen, ob du wirklich alles heute machen musst. Ja, also da sind ja die Sachen, die ich wirklich machen muss, wie jetzt Hausaufgaben und Staubsaugen und so. Und dann auf der anderen Seite habe ich ja noch die Dinge, die ich machen möchte, wie das Fußballtraining und Roblox spielen. Da würde ich tatsächlich auch nochmal unterscheiden. Für das Fußballtraining hast du dich ja schon angemeldet. Das heißt, das ist ebenfalls eine Verpflichtung, auch wenn es natürlich Spaß macht. Das heißt, das Einzige, was rausfallen würde, wäre vielleicht das Roblox spielen, oder? Ja, ich glaube, da hast du wohl recht. Dann rufe ich vielleicht mal bei Paula an, dass ich heute nicht beim Roblox-Spielen dabei bin. Wenn ich vom Fußballtraining wiederkomme, kann ich dann ja noch staubsaugen und die Strafarbeit machen. Hallo, hier ist Paula. Ja, was gibt's denn, Julian? Hey Paula, sei mir nicht böse, aber ich muss leider heute Roblox-Spielen absagen. Also ich weiß, wir wollten das alle zusammen machen, aber ich habe heute noch viel zu tun und so. Und deswegen, das klappt heute leider nicht. Ah, okay. Ja, ist kein Problem, Julian. Dann machen wir das einfach ein anderes Mal. Oh Mann, Paula war ja ganz schön verständnisvoll. Die war jetzt gar nicht sauer oder so, wie ich gedacht hätte. Okay, dann kann ich jetzt das Roblox-Spielen von der Liste streichen. Dann steht hier jetzt nur noch Staubsaugen, Strafarbeit und Fußballtraining. Das ist jetzt viel übersichtlicher auf einmal. Sehr gut, Julian. Dann hast du heute wohl etwas Wichtiges gelernt. So, jetzt wird aber trotzdem noch ganz schön knapp, zum Fußballtraining hinzukommen. Aber ich hole mir schnell den Fußball und dann fährt Papa mich gleich. Ist natürlich etwas blöd, dass ich jetzt noch das Roblox-Zocken verschieben musste auf einen anderen Tag. Aber so ist das eben. Habe ich mir ja quasi auch selber eingebrockt. Dann drüber, jetzt geht's zum Fußball. Yeah! Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!